Hi zusammen, heute zeige ich euch, wie man solch eine Pumphose aus Strickvlies näht. Ich habe mich für diesen Stoff hier entschieden. Von außen ist so ein schöner Winterstoff in Strickoptik und von innen so ein weicher Vliesstoff. Der Stoff ist auch schön dehnbar, deswegen kann ich diesen auch zugleich als Bündchen benutzen. Als erstes lege ich mir ein sehr breites Stück hin. In der Höhe brauchen wir einmal vom Bauchnabel bis zum Knöchel gemessen. Wie folgt falten wir dann dreimal. Ich nehme hier eine Breite von ca. 20 cm für eine Größe von 74-80. Ihr könnt aber auch bei kleineren Babys 15 cm, bei älteren Kindern ist auch 25 cm bis 30 cm schön. Je breiter ihr nehmt, desto pumpiger wird am Ende die Hose. Jetzt messe ich mir einmal vom Bauchnabel bis etwas unterm Schritt aus, lege mir wie folgt das Maßband hin und schneide ca. 5 cm von der Ecke bis zur ausgemessenen Stelle hinunter. Von der Stelle nun auch einmal nach unten hinweg, auch wieder ca. 5 cm von der Seite entfernt. So sieht das dann aus. Dann können wir uns den Stoff einmal wie folgt auseinandernehmen. Und dann lege ich mir den Stoff rechts auf rechts. Und nun gehe ich oben hin und schneide mir leicht schräg hinunter ab. Circa 1 bis 2 cm von einer Seite bis zur Hälfte vom oberen Rand. Das hier wird nun die Vorderseite und das die Po-Seite. Und diese beiden Seiten nähe ich mir nun auch einmal zusammen. Dies mache ich mit meiner Bernette. Da nehme ich jetzt einen Fake-Overlock-Stich für. Ihr könnt aber auch einen anderen dehnbaren Stich nehmen, wie den einfachen Zickzack-Stich. Zusammengenäht sieht das Ganze dann so aus. Wie folgt nehmen wir uns jetzt die Hose auseinander. Leg mir diese schön übereinander. Und hier kann man nun gut erkennen, das ist die Vorderseite. Und den Schritt nähen wir uns jetzt zusammen. Auch hier wieder mit einem dehnbaren Stich. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt krempeln wir uns die Hose um. Jetzt haben wir schon eine fast fertige Hose. Jetzt sind die Bündchen dran. Dann nehme ich jetzt für das Bauchbündchen einmal in der Breite den Bauchumfang mal 0,8. In der Höhe habe ich hier 20 cm, aber da könnt ihr beliebig variieren. Dann falte ich mir den Stoff und nehme mir einmal die offene Seite zusammen. Auch hierfür nehme ich wieder den Fake-Overlock-Stich. So sieht das dann aus. Jetzt lege ich mir die Hose hin, mit der Po-Seite nach oben. Schlage mir das Bündchen wie folgt um. Schön Naht auf Naht. Mit der Naht nach oben krempel ich mir das Ganze einmal über die Hose drüber. Lege mir schön die Po-Naht auf die Naht des Bündchens und nähe nun einmal rundum zusammen. Ich nehme einmal die Arbeitsplatte ab. Beim Zusammennähen müssen wir hier immer das Bündchen ziehen, da dieser natürlich schmaler ist wie die Hose selbst. So sieht das dann zusammengenäht aus. Und jetzt sind die Beinbündchen dran. Das lege ich mir dann einmal gefalten dran. Dann nehme ich mir ca. 2 bis 3 cm schmaler als die Hosenbeinöffnung. Wenn ich mir den Stoff so einmal falte, sehe ich, wie das Bündchen am Ende hoch ist. Die Öffnungen nähe ich mir nun zusammen.
Und auch hier falte ich mir wie folgt einmal die Bündchen. Stecke mir diese über das Hosenbein. Leg schön die Innenbeinnaht auf der Naht des Bündchens und nähe auch hier einmal rundum zusammen. Auch hier müssen wir das Bündchen immer schön ziehen, da dieser natürlich schmaler ist wie die Hosenbeinöffnung. Die andere Seite natürlich auch und dann ist die Strickvlieshose auch schon fertig. Wie ihr seht, super einfach und super süß. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen.